Wir haben eine gemeinsame Kooperation mit der Unihockey-WM für dieses Jahr mit dem großen Ziel, dass wir diese Veranstaltung perfekt natürlich machen, aber auch klimaneutral und nachhaltig. Das passt bei uns extrem gut in die DNA hinein, weil unsere Zielsetzungen sind, bis Ende des Jahres plastikfrei zu sein, also am Frühstücksbuffet dann auch keine Plastikelemente mehr zu sehen, keine Plastikverpackungen mehr zu sehen. Zimmer tauschen wir gerade aus, also die ganzen Spender, Seifenspender werden in den Zimmern sukzessive ausgetauscht. Das ist eines der großen Projekte. Das zweite große Projekt, das aber auch schon seit Jahren läuft, ist die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung, weil es uns wichtig ist, dass wir auch da unseren Beitrag leisten, auch im Zuge von CO2-Fußabdruckreduzierung. Wir haben hier in unseren Gärten auch, wenn möglich überall, ich schaue gerade, einen Urban Garden gemacht und unsere eigenen Pflanzen, unsere eigenen Kräuter eingesetzt, die wir halt auch in der Küche und im Buffet verwenden. Und wichtig ist für uns, dass wir einfach alle Freude auch an dem Thema Nachhaltigkeit haben, dass wir das auch leben, dass es uns bewusst ist. Und für einen erfolgreichen Abschluss dieser Unihockey-WM-Kooperation haben wir uns gedacht, dass wir am Stand vor Ort dann sein werden und für jeden neuen All-Member, den wir haben, einfach da auch einen Baum pflanzen werden, um da unseren Beitrag zu leisten.